Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir uns einigen Nebenquests gewidmet und wollten die eigentlich abgeben, so, ich glaube, da sind wir ja noch gar nicht, ne, verschwindende Kinder war auch schon abgeschlossen, okay, wir wollten doch nichts abgeben, ist auch egal, wir haben John hier gefunden, der wieder am, ja, der irgendwie ein paar Leiden hatte und wir tun uns mal anhören, ansehen. Hier ist Musik irgendwo, was es damit auf sich hat. Wo kriege ich dieses Lied her? Du, gib mir dieses Lied, was da drin ist in dieser magischen Box. Ich habe nämlich ein paar Platten, über die ich einfach nicht loswerde. Hast du nicht vielleicht Interesse? Mein Geld. Sen of Shinobi. Natürlich wieder nicht. Oh Mann! Ich bin nur bescheuert! Halt doch mal die Klappe, Johnny! Du bist ein Vollidiot! Ich versuche das Lied daraus zu hören. Ach, da ist Yuffies Thema. Ja. Hat so einen geilen Namen, Descendant of Shinobi. Mann, oh Mann, tut das gut, euch zu sehen. Hör auf, mich Bruder ja zu nennen. Bruder, ich bräuchte dringend deine Hilfe. Hast du mal eine Minute? Um was geht's? In letzter Zeit wurde es mir hier echt zu viel. Ich hatte schon meine Sachen gepackt und war drauf und dran abzuhauen. Als mir plötzlich mein ganzes Geld aus der Tasche gezogen wurde. Was habe ich auch für ein Pech? Warum immer ich? Ich bin hier nachgelaufen, aber die war so schnell. Ohne Geld komme ich hier doch nie weg. Bitte hilf mir, Bruder. Bitte, bitte. Der Täter war eine Sie? Danke, Bruder. Ja, eine junge Frau. Sie hatte schwarze Haare, ganz hübsch eigentlich. Und ich glaube, sie hatte einen Kopf. Und ja, genau. Sie hatte gestreifte Socken an. Kiri? Wo ist sie hin? In Richtung Kirche, glaube ich. Oh, da ist noch ein Schokobo. Verdammt, ich habe gedacht, als ich schwarze Haare gehört habe, dass das vielleicht Yuffie gewesen ist. Weil ganz zufällig läuft hier das Thema von Yuffie. Und ja, das hätte irgendwie gepasst. Und warum wissen wir, wie die heißen? Warte mal, Kiri ist doch die, die war helfen. Ist das nicht diese Dingens hier, gestreifte Socken? War das nicht dieses Mädchen, das wir hier gesehen haben, diese einen Cutscene, die irgendwie über Avalanche hier hergezogen hat? War die hat nicht? Da ist die Kirche, gut. Ich suche die ganze Zeit schon den Weg davon, ey. Vielleicht ist das ja Yuffie in Verkleidung. Ich meine, sie ist ein Ninja, vielleicht hat die sich ja verwandelt, ne? Kann ja sein. Weil Yuffie ist auch, okay, die ist jetzt nicht geldgeil und die ist mehr Materia geil, also. Aber vielleicht. Wäre auf jeden Fall cool. So, komm her. Ich weiß es, du bist Yuffie, ne? Vor allem heißt sie nicht auch mit Nachnamen irgendwie Kiri irgendwie was? Warte mal. Ich habe zum Glück die Verpackung des originalen Final Fantasy 7 hier liegen. Da kann ich halt ja nachgucken. Warte mal. Wo ist sie? Yuffie Kisaragi. Sie ist 16. Okay. Vielleicht ist sie das ja, ne? Vielleicht hat sie sich verwandelt, ne? Ich wette, das ist so, ne? Jetzt sich und so ein bisschen so wie wir sie benommen, keine Ahnung, ich sag das jetzt einfach mal, ne? Und ich glaube auch, diese alte Frau ist der Racheengel, und wenn ich was calle, dann ja, das ist immer richtig, meistens, manchmal hin und wieder. Yep. Eagle Flow, Ripballer. Oh Gott. Aber The
sind ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, was passiert ist, aber auf einmal waren alle Gegner tot. Finde ich gut. Ist klar. Ich habe so ein Gefühl, wir hätten erstmal Kiri ja begegnen sollen, ja. Für diese eine Mission, bevor wir ihr die Mission gemacht haben, weil irgendwie wussten wir schon den Namen von ihr. Der, ich meine, den einzigen Hinweis, den wir von der alten Frau bekommen haben, ist, dass sie irgendwie gekräuselte Haare hat. Und er hat jetzt irgendwie nur gesagt, sie hat schwarze Haare und schwarze Socken. Streifte Socken, deswegen Kampfbericht wollte ich abgeben, genau. Deswegen wollte ich zur Siedlung zurück. So, wer hat denn Level Up, du, ne? Boom. Lässt sich doch bestimmt was mitmachen, ne? Magische Attacke. Wow. Okay. Warum nicht, ne? Jetzt alles nicht so dolle. So, Gatling-Gewehr, los, gib mal, weiß nicht, Materia Dingen, mehr Materia. Ich werde noch mal hieß. So, physische Abwehr, TP Maximum 200. Das kann man noch mal machen. Zusätzliche Materia Slot, so. Physische Abwehr. Physische Abwehr. Cool. Alles klar. Hängen ein bisschen hinterher mit Barrett, habe ich so ein Gefühl. Waffenmäßig. Schaden von dem mit 5%. Physische Abwehr plus 8, bitte. Er ist aber echt defensiv und HP-mäßig ja ausgelegt, ne? Statusresistenz kann man auch machen. Und längere Buffs und magische Attacke, Dreck. Schaden von Limit. Oder brauche ich 12? Dreck. Na gut. Okay, reicht. Weiter. Okay. Oh, war das jetzt eine Anspielung? Da sieht irgendwie verdächtig aus. So, ihr müsst eigentlich auch ein Schokobo ja noch warten, ne? Also hey, guck mal da. Da ist irgendwas Nerviges kommt jetzt hier noch, ne? Nö. Cool. Okay. Das hatten wir gerade so auf. Das waren alle, oder? Denke schon. Fragen wir Sam. Oh nein. Fällt mir aber gerade ein. Keine Medizin. Ah, schade. Ich dachte, das hängt irgendwie mit der Mission jetzt zusammen. Überhaupt, das ist Miriel. Oh. Ist wieder jemand anders, okay. Kiri, warte, ist genau die gleiche. Okay, an dem Miriel hieß die alte Frau, genau. Okay, ich hoffe, die hängen irgendwie miteinander zusammen, weil sonst wäre irgendwie merkwürdig. Okay, mal ganz ehrlich, wo ist die? Ganz schön weit hier. Der kleine Wildfang. Ich glaube, die Materie, die da in der Kirche war, die habe ich schon eingesammelt, ne? Und da war nichts Besonderes. Oh, hi. Oh, ich glaube, wir bauen ja auch noch so Blumen, ne? Für irgendwas. Für eine Mission. Genau. Ich nehme mal das hier, ne? Heilpflanze, genau. Ha, guck mal, wie viel Sachen wir hier erledigt kriegen. Lady. Ich habe nichts getan.
Kiri. Kiri? Noch nie gehört. So ein schöner Name. Kann man glatt neidisch werden? Ein Freund von uns hat gesagt, dass du ihm sein ganzes Geld gestohlen hättest. Ach, darum geht's euch nur. Ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Jetzt erinnere ich mich. Bist du nicht dieses Klatschmaul aus Sektor 5? Das könnte ich gewesen sein. Hatte mal so eine Phase. Aber sag mal, dieses Schwert kenne ich doch. Du bist der Alleskönner, von dem alle reden, oder? Was habe ich für ein Glück? Du musst mir helfen. Shinra ist hinter mir her. Hast du die etwa auch beklaut? Nein, das war ein Missverständnis. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die von Shinra war. Und ich habe doch eh nur diesen einen blöden Schlüssel mitgehen lassen. Dafür muss man mich ja nicht gleich durch die Gegend jagen. Du hast also den Schlüssel geklaut. Ist das Ding so wichtig, dass sich das schon rumgesprochen hat? Aber das wusste ich doch nicht. Will man mich dafür umbringen? Muss ich mich mein Leben lang verstecken? Bitte, Kiri. Gib unserem Freund zurück, was du ihm gestohlen hast. Und den Schlüssel kannst du mir geben. Vergiss es. Dann habt ihr, was ihr wollt und lasst mich allein. Wer soll mich denn dann beschützen? Um Shinra kümmern wir uns schon. Also gib uns den Schlüssel. Versprochen, ja? Die Typen von Shinra sollten jetzt gerade am Kolosseum rumhängen. Sie warten bestimmt auf mich, bin ich nicht für ein spezielles Match dort eingetragen. Ist schon überall angekündigt. Bist du verrückt? Quatsch, die können warten, bis sie blau werden. Ist ein Wunder, dass du nicht schon längst draufgegangen bist. Nehme ich als Kompliment. Sag Bescheid, wenn ihr fertig seid. Na, super. Den Schlüssel kriegt ihr, wenn ich in Sicherheit bin. Ich weiß, wie das jetzt alle hier denken, aber ich versuche die ganze Zeit irgendwie an ihren Klamotten irgendwie herauszufinden, ob irgendwo ein Hinweis ist. Und ich weiß, wie das schon wieder aussieht, aber ich versuche echt irgendwo einen Hinweis zu finden, ob irgendwas vielleicht ein Hinweis irgendwie so ist. Ich dachte, dieser Mond am Gürtel zum Beispiel wäre irgendwie was, aber weiß ich nicht. Sagt mir jetzt irgendwie alles nichts. Deswegen habe ich ihr Body so ein bisschen abgecheckt. Ja, ist gut. So wie ich der Erste bin, der ihr irgendwie auf den Hintern guckt, vielleicht, ne? Wie alt ist die? Verdammt. Ich sag jetzt mal, die ist 18. Macht es das besser? Nein, alles klar. Ist ja gut. Wenn sie unter 18 ist, dann sieht sie jedenfalls nicht so aus. So, alles klar. Ich gucke mich jetzt nicht nochmal. So, dafür nehme ich jetzt aber mal einen Schokoboy. Ist mir ein bisschen zu doof hier gerade. Ist mir ein bisschen zu weit weg. Ich muss. Ja, wo muss ich denn hin, ne? Walmart wäre auch nicht schlecht eigentlich. Wo ist denn jetzt hier der? Das hier, ne? So, oh, so ein Ding. Ich wollte schon sagen. Müssen wir jetzt alle auf einen Schokobo so drauf quetschen. Machen wir das. Barrett steigt auf. Tifa ist auf dem Rücken und Cloud auf den Schultern. Das klingt jetzt zwar verrückt, aber so sind die im Original hier von dieser Platte geflüchtet, als sie eingestürzt sind. Als sie sich an diesen Haken festgehalten haben. Im Original klettert Cloud einfach so hier auf den seine Schulter. Das sieht sehr merkwürdig aus. Aber wir reden auch von dem Spiel, wo die Leute in einen reinlaufen und ja, dann da drin verschwinden. Wenn die mit einem gehen. So, jetzt sind wir sogar richtig. Warum bin ich denn jetzt hier hingegangen? Wegen der Heilpflanze, ne? Genau. Und ich wollte noch die Dings hier abgeben. Wo ist sie? Hier. Heilen können wir uns auch nebenbei noch. Ich konnte wieder neue Materie entwickeln. Ja, schön für dich. Wilder Trickser, das haben wir schon, ne? Ja.
TP-Absorption. Greift den Anwalt mit einem verbundenen Materie an. Regeneriert sich TP. Kann mit Materia, Glut oder Feindes können. Ausweicht Rundschirmschlag. Okanaga, Shee. Okay. Warte mal, greift der Anwender mit einem verbundenen Materie an, regeneriert sich TP. Okay. Ich habe jetzt so verstanden, wenn ich getroffen werde von dieser Magie, dann kriege ich irgendwie TP, aber nee. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ich muss einfach nur angreifen und auf weitere Daten zu meinen Kampf berichten. Cloud, nein, ich wollte nicht. Ich gehe weg. Fass mich nicht an. Ich schnarche jetzt erstmal ab hier. Also ich muss einfach noch mit einer Magie angreifen, dann kriege ich TP zurück. Ach, TP, HP, okay, boah. Das ist so verwirrend, wenn du zur gleichen Zeit auch Tales of Vesperia spielst, wo ich sag mal die MP TP sind. Fähigkeitspunkte, womit du Sachen machen kannst, Zaubern, Angriffe und so. Das ist so verwirrend, ich verstehe nicht, warum die halt überall geändert haben. Früher ist halt immer HP oder KP. Und irgendwann hat Final Fantasy so den Schwung gemacht, dass die HP jetzt irgendwie TP genannt werden. Das fand ich damals schon sehr nervig. Hast du die Zutaten alle bekommen? Habe ich mit dem 12. Teil oder so begonnen, weiß ich nicht. Jetzt weiß ich, warum Aeris dir vertraut. Den Rest erledige ich. Ich mache mich gleich an die Arbeit, solange die Zutaten noch frisch sind. Ach, fast hätte ich es vergessen. Ja. Hier, das ist für dich. Weil er nicht der Torn schlecht wird, genau. Mysterium des Planeten, Part 3. Okay, es gibt mindestens 3 von den Dingern. Das ist nicht schlecht. So. Wie sieht denn jetzt hier aus? Wir haben... Genau, die Schokobos müssen wir noch abgeben. Hier fehlen noch 2 Dinger. Ich nehme an, die sind im Walmart. Ne? Weil hier schon sie und sie war im Walmart, deswegen, obwohl er ist jetzt in Sektor 5, deswegen, ach, ich weiß es nicht. Ein Versteck, ja, also das ist echt miteinander verbunden, ne? Hier, was wäre, wenn ich die Mission jetzt nicht gesammelt gefunden hätte, hätte ich dann die jetzt nicht, ich weiß es nicht. Ich denke zu sehr darüber nach. So, jetzt müssen wir noch mal zum Walmart. Und im Kolosseum, ja. Leute kaputt hauen, nehme ich jetzt mal an, ne? Irgendwas wollte ich noch, ne, wollte ich nicht. Wo ist der Choco da? Ich hab ja eine Heilung schon auf Maximum gemacht, deswegen wollte ich mir erst eine andere Heilung holen noch, aber macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil wo muss ich hin? Hier, ne, ja. Damit ich jeden Charakter ihr Heilung geben kann, und wir haben ja 4 Charaktere, aber ich kann ja nur 3 Charaktere in einen Kampf drin haben, deswegen macht das ja eigentlich gar keinen Sinn. Also zur Not könnte ich 3 Stück hier Heilung ausrüsten, also die Leute, die mal in der Party sind, ne? Deswegen bräuchte ich theoretisch eigentlich von jede Materie nur mindestens 3 von den Grünen jedenfalls, sonst wird das keinen Sinn machen. Also macht jedenfalls keinen Sinn, mehr von denen zu haben. So, ich brauche 2 Kampfberichte, ne? Eine davon war alle Elementarmaterien hier zu maximieren und die andere habe ich vergessen. Lass mal gucken. Das Chocobo-Thema im Hintergrund. Also haben wir irgendwas aus Crash Bandicoot, ey. Ach ja, Leviathan müssen wir ja auch noch. So, ich bin schon dran am Arbeiten, die Dinger jetzt holen. Ne? Ich habe das hier FP-Boost hier hingepackt. Das ist eine Frage der Zeit nur. Oh, da sind sie ja, unsere Retter. Die Chocobos sind wieder da. Stimmt ja, die Mission gibt es ja auch noch. Jetzt können wir unseren Betrieb wieder aufnehmen. Vielen Dank. Ich habe den doch gerade schon. Was? Oh, okay. Da bist du ja, Champion.
Meinen besten Dank, alle drei Chocobos sind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Mit den drei Flitzern läuft auch mein Kutschbetrieb endlich wieder rund. Hier, das ist für dich. Das ist ein... Haha, das gibst du mir jetzt erst. Damit kannst du so oft du willst mit den Kutschen von Sams Chocobos... Ja, danke, dass du mir das jetzt gibst, nachdem ich schon ein bisschen Geld reingedrückt habe. Spenden einem draußen in kalten Nächten Wärme. Man muss die Viecher einfach lieben. Und dass ich mich am Wallmarkt über Wasser halten konnte, habe ich auch nur einzig und allein meinen Freunden hier zu verdanken. Wenn du ihnen in die Augen siehst, weißt du einfach, dass sie es gut mit dir meinen. Okay. Ach, das ist dahinter. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss die Chocobos hier ansprechen. Ja, das ist dahinter Teil. Oh, halt. Ich höre Musik. Ich höre ja Musik. Wer? Willkommen. Eine Pause gefällig? Mach ich mal. Vielleicht gibt es ja eine Cutscene, keine Ahnung. Herzlich willkommen. Oh, Musik. Hast du einige Platten gefunden? In meinem Alter hat man sich eine ruhige Minute mit guter Musik redlich verdient. Hm? Willst auch entspannen? Good night until tomorrow. Dun, 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 dun. Also wenn man übernachtet, ne? Die Musik nehme ich an. Habe ich wie viele Platten ich schon habe? Schon eine verpasst habe oder so. Schon was Tolles, wenn ich alle habe, ne? Vielleicht ein Titel, ne? Warte, falsches Spiel. Okay, dann dieses kleine Kind, das kennen wir doch. Die ist aus dem Sektor Sektor 5, ne? Ich sag jetzt diese Kerle. Haben sie jetzt alle so angeguckt, so die schnappen uns. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss was tun. Oh, hi. Tifa. Betty. Ein Glück, dir geht es gut. Ja. Wo ist denn Marlene? Ist sie okay? Die sich überhaupt nicht so wie ein Kind anhört. Da geht es blendend. Da bin ich aber beruhigt. Sagt mal, könnt ihr mir helfen? Ich bin auf der Suche nach Schallplatten für die Jukebox. Mit ein bisschen Musik könnten wir den Leuten wieder Mut machen. Was für eine tolle Idee, Betty. Alles klar. Wenn wir Platten finden, bringen wir sie dir. Und dann drehst du ordentlich auf, okay? Wirklich? Vielen Dank. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. 30. Mit Musik können wir die Leute aufhalten. Muss ich jetzt echt alle Platten hier finden? Nein. Oh, ich muss 3 Lieder finden, okay. Ich habe mein ganzes Hab und Gut verloren. Ich bin am Ende. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe mein ganzes Hab und Gut verloren. Warum hast du mir eine Dings? So viele junge Menschen. Warum hat der Tod nicht mich genommen? Ich hab so einen Verdacht, weil ich... Ich weiß, was ich hier machen muss. Bestimmt irgendwie das richtige Lied hier irgendwie aufdrehen, ne? Oder auch nicht. Da steht wortwörtlich, ich soll Schallplatten suchen. Na gut, also ich habe jetzt gedacht. Was? Kotsch und Scotch. Also Scotch kenne ich nur, aber Kotsch ist das irgendwie der Verwandte von Scotch. Oh, was? Warte mal, was? Hin und wieder.
muss man auch die Beine hochlegen und einfach nur Musik. Good night until tomorrow. Also muss ich die doch anschmeißen. Ich mach das mal an. Oh, da ist sogar ein Ding. Wow. Das Lied ist so schön. Jetzt muss ich die drei Leute da aufheitern oder was? Darf ich etwas hier bleiben und zuhören? Das war früher eins meiner Lieblingslieder. Aber klar. Okay. Ich habe nicht so wirklich noch so einen, ne? Ich meine, die restlichen sind hier irgendwo, ne? Also im Walmart. Walmart, Markt. Da wird, glaube ich, nichts mit dem Kolosseum heute. So, in diese ein Gebiete, zu denen ich irgendwie noch nie hin konnte, mit den Schatztruhen. Da jetzt bestimmt alle geöffnet, ne? Warte ich jetzt nur, wo die Nummer sind, ne? Gerade ist ja wieder neu. Da ist der Typ schon wieder. Ja, der ist so schnell hingeschafft. Musik, wo bist du? Ich werde dich schon finden, Farmboy. Und du siehst verdächtig aus. Also, das wird schon mal gegeben. Was mit du? Hm. Also die beiden Platten, die werde ich ja wohl noch finden in dem Part kommen. Da ist der Honigtöpfchen, genau. Oh, hi. Genau das, was ich suche. Guckst du so verzaubert? Hast wohl selten so gute Musik gehört, was? Kannst die Platte ruhig mitnehmen. Stand up halten. Ich kann das eben nicht. Stand up. Die Stimme kam mir jetzt irgendwie auch bekannt vor von der. Hätte ich auch nicht gewusst, habe in der englischen Version. Den Game Grumps hier, Aaron von den Game Grumps oder Ego Raptor spricht ja irgendwie so ein Charakter. Auch nicht schlecht. Bist du Stammkunde? Das ist zu sprechen. Leider nicht. Er ist gerade beim Training im Sportclub. Aber Cloud, sie wären nicht zufällig für einen Auftritt heute Abend verfügbar? Nein. Alles nur, weil ich noch ein Geschenk besorgt habe. Bei uns sind sie jederzeit willkommen. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann dieses Minispiel noch mal machen. Oh, ich kann nicht rein. Oh. Es ist das für Ewigkeiten ja ausgegraut. Und seit wird hier irgendwann mal dunkel, aber ich glaube nicht. So modern ist das Spiel nicht. So, eine Platte brauche ich noch. Komm, werde ich noch irgendwo finden. Bevor wir den Part beenden. Jetzt habe ich nicht. Mal irgendwie eine Karte hier anschmeißen. Da. Boah. Wollte schon sagen. Ich hatte doch nicht schon immer so Probleme. Ich habe vergessen, dass man ja eine Karte anmachen kann, ey. Macht doch tausendmal einfacher, ey. Alter. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich weiß aber ein Lichtschwert. Hat so stark geleuchtet irgendwie. Na komm, da wird vielleicht wieder so einen ganz kleinen... bisschen längerer Part, aber wenigstens kriegen wir dann wieder eine Mission, ja, einen Auftrag erledigt. So, auch was. So, jetzt mit der Karte raus macht es das viel einfacher, ey. L2, da muss man die aktivieren. Okay, warum? Müssen wir auch trotzdem die ganze Karte hier anzeigen. Der kleine Wildfang, ach, das ist die Dingsmission, genau. Da ist noch was. Was war diese Shinra-Gardisten eigentlich hier? Ah, perfekt. Ich glaube sogar richtig. So. Wir sind überall irgendwie
Dinger, wo ich nicht rein kann. Soll das? Also wenn ich jetzt raten würde, dann würde ich mal annehmen, diesen Sportstudio ist vielleicht nur so ein Ding. So eine Platte. Aber ich könnte mir vorstellen, da ist irgendwie Musik am Laufen oder so. Keine Ahnung. Die Truhe habe ich natürlich schon, ist klar. Ich muss vielleicht offscreen irgendwie eher die Platte suchen. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Keine Ahnung. Nehme ich jetzt mal so an, ne? Aber ich gebe noch nicht auf. Hier sind noch einige Orte. Hier kann ich auch nicht rein. Doch, da kann ich. Wollte sagen, blub, blub, blub. Honeybee in. Oh, endlich mal. Endlich mal eine Truhe hier. Elixier, geil. Ich bräuchte aber echt irgendwie so Items, die alle heilen. So Mega Potions oder so. In Kingdom Hearts oder Tales of Serie. Aber manchmal ist es ganz schön schwierig, hier wieder ins Kampfgeschehen hereinzukommen, wenn man irgendwie beinahe voll auf die Fresse bekommen hat. So, da war ich schon. Ich kann ja auch nicht rein. Alle Nacht zu oder was? Da war ich schon. Ich muss ja zu Don Corneo, ne? Aber ich werde da wohl nicht jetzt irgendwie da reingeschmissen, oder? Hab ich hier schon. Ich gehe jetzt noch mal da ein bisschen gucken, dann weiß ich nicht mehr. Ja, vielleicht finde ich jetzt da was oder nicht. So. Irgendwo Musik, das ist schon mal eine Quest. Also sagt mir nicht, ich muss gegen den irgendwie was machen oder so. Genau, meine Kollege. Oh mein Gott. Okay, hier ist keine Musik. Schade. Gleich im Klo. Im Klo ist eine Truhe. Was? Sternband. Habe ich glaube ich schon. Gucken wir mal. Hab ich den noch nicht? Sternband da. Oh. Ich bin schon erinnert, hatte ich doch schon mal. Keine Ahnung. So, ernsthaft, nirgendwo hier ein Lied. Nirgendwo. Okay, ich dachte, da wäre jemand zusammengebrochen gerade. Ich habe nur so gehört. So, da ist auch noch irgendwie was. Da ist auch noch eine Mission, sehe ich gerade. Oh mein Gott. Finde ich ja echt nicht noch die blöde Platte, die mir fehlt. Ich renne ja noch rum, wenn das sein muss. So, hey! Guck mal hier. Ist immer eiskalt so eine neue Waffe. Okay. Roulette der Zeit. Ja, brauche ich nicht. Gut, keine Ahnung, ich finde das jetzt hier nicht. Wir sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge noch ein bisschen hier um. Gott. Da ist hier jetzt die letzte Platte. Nee, da ist der kleine Wildfang. Nee, hier ist das Kolosseum, genau. Gut, aber ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt hier nichts zu tun, ne? Es sind nur einige Nebenquests so zu suchen, zu finden. Gut. Dann sag ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter mit einigen Nebenquests. Und ja, hoffentlich werden wir dann sobald irgendwann mal ein bisschen fertig, ne? Das wäre geil. So, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr einen, lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.